Und herzlich willkommen zu einem Special, zu unserem Let's Play an die Arbeit. Und zwar hatte ich ja das letzte Mal, also im letzten Let's Play, von dem an die Arbeit erzählt, dass ich gerne dem Louis so ein unterirdisches Labor bauen möchte. Und es sollte halt so unter der Rakete sein. Und so ganz genau weiß ich jetzt noch nicht, wie ich es mache. Ich werde jetzt erstmal ausprobieren und dann schauen wir mal, ob was draus wird. Also hier ist auf jeden Fall das Labor und die Rakete. Und unter die Rakete käme jetzt praktisch, machen wir mal so. So vielleicht der Keller. Und nun haben wir hier unten eben diesen kleinen geheimen Kellerraum. Und da gibt es dann eine Treppe, die eben praktisch von diesem Kellerraum nach oben führt. So vielleicht. Mal kurz gucken. Genau, und dann müssen wir uns jetzt nämlich hier überlegen, wie wir diesen Bereich hier so ein wenig verstecken, dass man den halt nicht so sieht. Weil ich finde, das sieht man jetzt sehr offensichtlich, dass es da heimlich so nach unten geht in den Keller. Und das soll ja eigentlich niemand wissen, außer vielleicht seine Geschwister, die dürfen es wissen. Da dachte ich, da könnte man vielleicht hier irgendwie so Büsche nehmen, die das so ein wenig verdecken. So eine Buschwand. Und dann müssen wir hier vielleicht unseren schönen Vogel mal ein bisschen zur Seite machen. Das hier so praktisch so ein wenig, vielleicht durch so eine Wand. Das Ganze ein bisschen versteckelt ist. Okay, da kann man nicht weiter, weil da die Rakete ist. Aber dass das so praktisch so ein wenig versteckelt ist durch diese Mauer, dass wenn dann die Leute so kommen und da vielleicht drüber schauen, sehen die nichts und denken die, das ist halt einfach so eine Graswand, vielleicht wo so ein paar Blümchen davor stehen, die jetzt natürlich durch den Schnee ein wenig verdeckt sind und dann eben, dass das halt so Zierde darstellen soll und die sehen halt nicht, dass es da dann hinuntergeht in unseren Keller. Nun ist natürlich das Problem, wenn wir das so lassen, sieht es nachher so aus, als würde da halt Schnee runterfallen. Deswegen würde ich da jetzt tatsächlich so und so noch eine kleine Wand machen. Dann ist das hier praktisch eine Außenwand. Da kommt dann halt auch von draußen Tageslicht rein und so. Und es kann halt sein, dass es reinschneit und so. Aber eben ein bisschen geschützter. Ich würde jetzt hier auch wirklich wieder, wie ich damals schon bei dem Haus angefangen habe, nur Base Game und an die Arbeit nehmen für den Bau von unserem Keller. So. Dann brauchen wir noch eine Tür. Was gibt es denn? Hier gibt es hier eine schöne Tür, die wir so kellermäßig verwenden könnten. Ja, tatsächlich so eine Tür von an die Arbeit, könnte ich mir sogar vorstellen. Zwar sieht man da dann theoretisch rein, aber es weiß ja auch offiziell niemand, dass da der Keller ist. Dann würde ich hier mal bei Objekte filtern, an die Arbeit machen. Und da soll ja so dieses Geheimlabor dann sein von Louis. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, glaube ich, ein Sofa oder Stühle oder so. Ich gucke jetzt erstmal. Wir haben hier ja auch noch nicht alles freigeschaltet. Mal gucken, ob wir es wirklich schaffen, alle an die Arbeitobjekte dann auch in diesem Let's Play freizuschalten. Ich möchte ja eigentlich, dass die drei alle später Level 10 ihrer Karriere haben. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Wäre cool. Wir werden es sehen, aber es fände ich echt so ein wenig cool. Vielleicht sowas hier könnte man hier runterstellen, so dekomäßig. Dann hier so ein, hat er hier unten vielleicht einen Schreibtisch? Wir müssen jetzt auch ein bisschen aufs Geld achten. Den Schreibtisch können wir noch gar nicht nehmen. Brauchen wir Level 10 der Polizeikarriere. Verkaufsregal brauchen wir hier unten nicht. Hier sind natürlich jetzt die ganzen Verkaufsregale. Eine Verkaufstheke.
Jedenfalls hat er hier unten so ein Chemielabor, wo er so halt so ein bisschen so forschen und so kann. Ist auch vielleicht gut für seine Logik. Ein Fotostudio, genau. Sagen, Pflanzen hat er jetzt hier unten wahrscheinlich auch eher nicht. Das ist ja zu dunkel für Pflanzen. Die würden ja, glaube ich, eingehen. Deko hat er jetzt, glaube ich, ist er ja jetzt auch nicht so der Typi, der hier Deko unten hat. Das ist auch so ein Schild, Praxis mit Herz. Genau. Aber der kann, da können wir noch viel freischalten. Guckt mal, was wir da noch alles freischalten können. So was könnte ich mir vorstellen, dass er das hier vielleicht so, wenn das irgendwo hinpasst, hängen hat. Achtung, hier ist es gefährlich. Hier darf es kein Zutritt für Unbefugte. Betreten für Unbefugte untersagt. Was ist das denn? Ah, da können wir gar nicht alles. Guck mal, das ist zum Beispiel, wenn man einen eigenen Laden hat, nur freischaltbar. Sowas wäre natürlich auch cool, aber das müssen wir erst in der Polizeikarriere freischalten, dass er dann so wie eine Kamera irgendwo aufstehen hat, falls jemand hier einbrechen will. Man denn hier noch so, was ist das da? Infusion zum Mitnehmen brauchen wir nicht. Aber vielleicht hat er hier unten noch so einen Bücherschrank, wo er so seine ganzen Forschungen und Ergebnisse reinschreibt. Brecherkarte braucht er nicht. Wieso kriegt man das Skelett erst mit Level 9? Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Lampen. Der braucht nämlich auch im Keller Lampen. Gut, die finde ich jetzt. Ja. Naja. Wie strahlt die? Die ist zu groß. Also, das ist halt so eine, die ich halt sehr oft verwende. Ich finde, die hat halt auch nichts Besonderes. Sowas könnte man natürlich auch nehmen. Was haben wir hier noch? Das ist auch interessant. Das sieht sogar, finde ich, ein wenig aus wie von so einem Wissenschaftler eine Lampe. Boah, guck mal, was man hier alles für Lampen bei der Polizeikarriere noch freischalten kann. Alles bei der Polizeikarriere, ey. Ja, das ist wieder nicht so. Das ist eine Straße. Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich mit dieser hier gehen. Ich finde, die sieht irgendwie cool aus. Die ist klar schon wegen arg wucher. Nicht wucherig, aber arg riesig, aber passt schon. Mal noch gucken, dass man da auch ein bisschen Licht hat. Genau. Genau, hat vielleicht hier auch noch so eine. Boah, das wäre natürlich wichtig, wenn er hier seine Forschungen betreibt. Irgendein Apparat brauchen wir nicht. Großer Energietransporter. Computerregal. Den Erfindungsbau. Oh, der passt nicht rein. Wir müssen es vergrößern. Wir haben ja hier unten viel Platz. Bei denen würde ich halt schon gerne hier unten haben, diesen Erfindungsbauer. Brauchen wahrscheinlich nochmal eine zweite Lampe zuerst. Warte mal. Kopiere die Lampe nicht, weil wenn ich sie kopiere, dann fliege ich hier wieder aus dem Ding raus. So, und jetzt den Erfindungsbauer. Weil den, das ist ja eigentlich der Hauptgrund oder das Hauptding, was wir hier brauchen, damit wir mit ihm die Sachen bauen können. Ich glaube, wir müssen die Lampen ein wenig auseinanderbauen, damit der Erfindungsbauer da unten reinpasst. So. Und zwar, das ist ja dieses Grundding, was er braucht, damit er seine Erfindungen bauen kann. Das da, ich glaube, braucht er das, um diese Tränke herzustellen? Das Chemielabor? Irgendwas braucht er, um seine Tränke herzustellen. Ich weiß jetzt nur nicht, was genau. Kinoramturm, was ist das denn? Na, guck mal hier. Ah, ne, ist ein Briefkasten. Briefkasten braucht man nicht. Vielleicht hier so ein Mülleimer noch. Oder so Müllschrott, den er da unten hat. Mess- und Erfassungsstation. Sowas könnte er vielleicht auch hier unten noch brauchen. Müssen nur gucken, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben.
Wenn wir noch ein bisschen Geld haben, eben für den Raketenbau. Ja, ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal. Dann kann er nämlich hier so Sachen erfinden. Genau. Was haben wir denn jetzt hier noch so? Chillbox. Sowas würde ich ihm nicht geben. Ich weiß gar nicht, es sind da Sachen, die er durch seine Wissenschaftlerkarriere freigeschalten hat. Ich weiß gar nicht, wenn man die Sachen freigeschalten hat, steht es da dann noch, dass sie durch Wissenschaftlerkarriere oder so freigeschalten worden sind? Müsste man bei den Sachen gucken, wo wir jetzt wissen, ist das eigentlich alles nur noch Polizei, was freigeschalten werden kann, gefühlt. Hier, doch, guck, hier steht's. Hier steht dran, bei Level 4 der Arztkarriere freigeschaltet. Man erkennt es auch da, dass es so ein wenig leuchtet. Okay. Polizeikarriere. Die Lampe hier. Ah, die Lampe wurde bei der Wissenschaftlerkarriere freigeschalten. Stimmt, aber die haben wir, glaube ich, oben schon liegen. Die brauchen wir jetzt hier unten auch nicht unbedingt. Das ist Arztkarriere noch. Das da hier. Polizei. Sei. Also wieder Handel. Das könnte man dann ja in Part dann in der zweiten Generation machen, dass man dann so einen Einzelhandel macht, wenn wir es schaffen, die Polizeikarriere und alle Karrieren voll zu machen. Weil es tatsächlich überwiegend nur noch Polizei. Ah, das ist nochmal. Ja. Diplom-Doktor. Diplom-Doktor der Medizin. Sehr interessant. Polizeikarriere, Polizeikarriere. Polizei, 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 Polizei. Polizei, Polizei, Polizei. Sag ich ja, ist alles Polizei. Ja, das hier noch, haben wir noch die Polizeikarriere freigeschalten. Ah, hier, Chemielabor. Das brauchen wir, um diese Tränke herzustellen, dieses Chemielabor. Aber das kriegen wir erst mit Level 4 der Wissenschaftlerkarriere. Eine Hygienezelle. Können wir dann noch freischalten? Was ist das denn? Testbehälter. Die kriegen wir ja dann zum Glück auch geschenkt. Das ist wieder Polizei, oder? Mhm. Das da? Einzelhandel. Wieder jede Menge. Ah, Arztkarriere, Polizei, 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 Polizei. Und Arwen mal noch Arzt. Aber es ist überwiegend, es ist echt Polizei, was man freischalten kann. Also wenn man die meisten Sachen freischalten will, muss man entweder einen Einzelhandel haben oder die Polizei. Ist das auch Polizei? Polizei, Polizei, Polizei. Ah ne, ist eine Arzt. Ja. Also was wir halt noch freischalten müssen mit Level 4 ist das Chemielabor für die Tränke. Das käme dann noch hier unten hin. Aber soweit fände ich das jetzt schon mal nicht schlecht. Man könnte dann später, wenn er es wirklich schaffen sollte, ins Weltall zu kommen. Könnte man dann da unten noch so wie soll ich sagen, so diese Weltallpflanzen pflanzen, dass er die da unten so versteckt aufzieht. Und man könnte vielleicht dann hier noch, wenn er dann mal so Fossilien oder sowas gefunden hat, so ein Regal oder so einen Tisch oder so nehmen und die da unten hin platzieren, wo er dann diese, da gibt es ja diese Aliens zum Sammeln. Und so, wo er die dann da unten platzieren kann. Wartet, wir können mal kurz bei dieser Sammelding gucken, was es da alles gibt von Aliens. Also von Andy Arbeit. Hier, das hier, das ist keine Ahnung, das hier wäre eine dieser Alien-Pflanzen, glaube ich. Dann haben wir noch die hier, das ist diese Orbpflanze, glaube ich, heißt sie oder so. Und die Pieksfrucht, genau. Und wie die andere heißt, weiß ich gerade nicht. Und die könnte er dann vielleicht dort im Weltall finden und dann wirklich unten in seinem Keller auch anpflanzen. Und könnte man so sagen, dass er die da so erforscht. Hier sind zwei Sachen mit an die Arbeit noch gekommen. Es könnte auch mit der Wissenschaftlerkarriere zu tun zu haben. Die hat er aber auch noch nicht gefunden. Hier sind auch noch zwei. Da würde ich es jetzt eher vielleicht nicht um. Ich weiß nicht, ob das jetzt speziell auch aus dem Weltall sind oder ob das einfach für die Wissenschaftlerkarriere zum Erforschen zwei neue sind.
Und hier auch ein neues. Das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt da unten hin machen. Aber wie gesagt, seine Zaubertränke, seine Erfindungen, die er dann eben macht durch die Karriere. Und dann halt eben diese Pflanzen. Und dann gibt es ja, ah, hier gibt es sogar Weltraumbilder noch. Vielleicht das auch noch. Aber eigentlich dachte ich hier an Aliens, die man da so sammeln kann. Dass er die dann eben dort auch hinstellt. Sind das? Ah ja, genau, die kriegt man auch. Die Meteoritsteine kriegt man auch, wenn er dann das Weltraum erforscht. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass er die da unten dann hinstellt. Das mit an die Arbeit Fische. Ne, mit an die Arbeit scheint es keine Fischis zu geben. Aber noch Insekten, Droseln. Ah, welche können in der Alienwelt gefunden werden. Dann könnte man die praktisch dann auch noch aufstellen. Speisefotos. Void-Kreaturen, Zuckerschädel-Event. Stand, Schneekugeln, Knallen, magische Bohnen. Federn. Ich habe übrigens rausgefunden, wo man diese magische Bohnen noch kriegt, weil da gab es ja mal so ein Event. Und danach dachte ich, kriegt man die nie mehr, aber man kann, wenn man Level 10 der Gärtnerfähigkeit hat, kriegt man die. Wenn man diese seltenen, glaube ich, seltenen Samenpäcke kauft, dann kann man die kriegen. Ich glaube, das Restliche ist aus anderen, ja. Sind andere Erweiterungen. Wir können jetzt gerade mal bei ihm in seinem Ding. Er hat ja schon ein paar Sachen erfunden. Vielleicht das hier mal schon mal hier rausstellen. Wir stellen das jetzt mal auf den Boden. Dann hat den Simray, den darf er mal im Inventar bleiben. Bleiben, im Inventar lassen. Genau. Dann kann er nämlich hier dann später Geräte empfinden, wobei er jetzt momentan nur die beiden Sachen hat zum Erfinden. Und dann, wenn er das eine hat, dann kann er eben noch diese Tränke herstellen. Und dann kann er irgendwann, kann er nämlich in diesem Erfindungsbauer auch Ding herstellen, sagt man. Eben diese Satellitenschüsse und mit der kann man halt das ein bisschen erhöhen, dass Aliens ihn entführen. Was ja unser Ziel ist. Es gibt natürlich auch einen Cheat, mit dem man das erzwingen kann, aber ich möchte es eigentlich erstmal ohne diesen Cheat probieren. Die sind ja alle noch recht jung, glaube ich. Wann haben die denn Geburtstag? Ja, das Baby hat ja jetzt Geburtstag. Hier hat, ha! Der Einzige, der arbeiten muss, hat Geburtstag. Der Mirko. Und hier hat dann Louis Geburtstag. Da muss Louis auch arbeiten. Und hier müssen alle drei arbeiten. Wenn, wie heißt sie nochmal Geburtstag hat? Wie heißt sie? Lea, genau. Ja, aber fürs Erste finde ich das ganz schön. Wenn ihr vielleicht noch so Ideen habt, was wir da vielleicht noch runter machen können, könnt ihr mir das gerne schreiben. Aber ich finde, so fürs Erste reicht das. Und dann. Tut der sollte es dann ja später so mit seinen eigenen Erfindungen und wegen dekorieren. Man muss immer bedenken, das ist ja ein enger Gang nach da unten. Und man sieht tatsächlich den Gang nur, wenn man vom Haus aus guckt. Und das finde ich halt eine coole Lösung. Genau. Und damit würde ich den Part hier auch schon wieder beenden. Das sollte ja nur so ein kleines Special sein. Zu. Wie wir den Keller halt für Louis bauen. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Was ist denn das? Was fliegt denn da oben? Ah, ein Vogel. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder oder in einem meiner alten Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich hab euch lieb. Eure LA.